Einsichtsmeditation, Vipassana, mit dem Thema die Buddha-Natur oder die Natur des Geistes ist wie das Sonnenlicht. Wir finden erst einmal wieder hinein in eine geeignete Meditationskörperhaltung. Und wenn wir schon in dieser Haltung sitzen, füllen wir sie von unten nach oben mit Bewusstheit aus, nehmen sie ganz an. Nach unten hin geerdet. Aus dem Sitz heraus aufgerichtet, nach oben wachsend. Und dann zugleich auch völlig entspannt. Also im Grunde drei Dinge: geerdet, sich erden, aufrichten. Und dann auch gleich wieder entspannen, sodass die Haltung sehr leicht und angenehm ist. Wir haben hier am Morgen vielleicht schon mal die Anleitung gehört. Sitze so, als würdest du dich aufrichtend der Sonne entgegenranken, dem Tageslicht, wie eine Pflanze am Morgen. Auch wir sind in gewisser Weise Pflanzen, also zumindest doch Lebewesen, die morgens aufstehen, weil das Licht gekommen ist. Wir wissen, das ist die Zeit für den Wachzustand. Wir beginnen unser Tagewerk. Und jetzt sitzen wir einfach hier in dieser Haltung und richten uns auch auf der Helligkeit entgegen. In die Helligkeit hinein. Bleiben dabei aber auch geerdet. Schauen wir bitte nochmal auf einzelne Körperregionen, die auch quasi mit Achtsamkeit gefüllt und zugleich entspannt sind. Zum Beispiel die Schultern, ausgeglichen wie Waagschalen. Und auch wiederum entspannt. Etwas Platz unter den Achseln lassen. Und die Handgelenke und Hände, Finger locker und entspannt abgelegt. Vielleicht auf den Oberschenkeln vorne. Oder in der Meditationsgeste, Mudra. Unterhalb des Nabels an der Bauchdecke angelehnt, wie eine kleine Schale. Und dann könnten sich auch die Gesichtszüge aufhellen,
die emotionale Tönung unserer Mimik darf abfließen. Meist finden wir in den Anleitungen, man möge ein leichtes Lächeln oder ein Halblächeln tragen. Zumindest dürfen die Wangen, die Schläfen, die Stirn entspannen. Auch so ein bisschen aufblühen. Das wirkt sich dann zumeist auch auf die innere Gemütsverfassung aus, wenn wir das Gesicht etwas entspannen. Jetzt sind wir vielleicht etwas mehr in unserer Haltung angekommen, verbinden die Achtsamkeit mit der Atembewegung. Im Grunde beruhigen wir jetzt erst einmal die Oberfläche. Wenn wir den Körper als Oberfläche betrachten oder jetzt auch stärkere Gedankenimpulse, Einsichtsmeditation wird manchmal auch als tieferes Schauen oder höheres Sehen übersetzt. Und um tiefer oder höher schauen zu können, tiefgründiger, müssen wir quasi die Oberfläche erst einmal beruhigen oder man könnte auch sagen, das Gefäß, in dem sich das alles ereignet, was in uns vor sich geht. Erst wenn das stiller wird, wenn es hier stiller wird, können wir auch tiefer blicken. Ja, sitzen wir bitte mal eine Weile so ohne Anleitung, vielleicht etwa 10 Minuten, dann hören wir noch ein paar Hinweise.
Wenn wir so da sitzen in stiller Meditation, dann kann es sein, dass nach einer anfänglichen Ruhe und einer etwas sich ausbreitenden inneren Klarheit sich dann doch unser Gemüt irgendwie wieder verdunkelt. Es beginnen doch wieder Gedankengänge, Grübelketten, Erinnerungen und so weiter, unseren Gemütszustand zu bevölkern. Und achten wir mal auf die Qualität des Erlebens dabei. Ist es nicht so, dass das dann wie eine Verdunkelung erlebt wird, obwohl es eben hell war oder etwas heller in uns wurde oder auch der Raum um uns herum oder das Licht durch das Fenster, das scheint durchaus da ist, wird es vor lauter Gedanken und so weiter in uns dunkler, trüber. Genau das ist auch das Wort für Klesha, das wir im Deutschen verwenden, Verdunkelung. Da verdunkelt sich etwas in unserem Geist vor lauter Gedanken, im Grunde selbstbezogenen oder wie auch immer gearteten Gedankengängen. Das trübt etwas in unserem Erleben, in unserer Stimmung vielleicht. Und wir wissen, das kann sich eben auch aufhellen oder war eben noch heller, als wir ruhiger wurden. Dann hat es sich eingetrübt, wie das Wetter sich manchmal von hell und sonnig zu bewölkt und trüb verändert. Achten wir bitte einfach mal auf diese Lichtqualität unseres Erlebens. Und vielleicht gibt es da eine innere Stimme, so einen inneren Sensor, der weiß, dass natürlich ein heller, ein klarer, ein leuchtender Gemütszustand irgendwie erfreulicher, angenehmer, glücklicher ist als der getrübte. Also könnte in unserer Meditation es zu einem Thema werden, zu einem Anliegen werden, dieses Prinzip von Eintrübung und Aufhellung zu erforschen und uns zu wünschen oder so zu üben, dass es möglich wird, dass der Geist sich wieder seiner inneren Helligkeit gewahr wird. Da werden wir gleich in der zweiten Hälfte unserer Morgenmeditation noch mal etwas genauer hinschauen. Jetzt hören wir erst einmal einen Gong. Wir haben die Gelegenheit, uns etwas zu lockern, umzusetzen, es zu bewegen.
Falls wir dieser Beschreibung eben von Helligkeit und Verdunkelung etwas abgewinnen können und sie uns zu interessieren begonnen hat, könnten wir uns für diese zweite Hälfte der Morgenmeditation vornehmen, sie weiter zu erforschen. Und dazu hören wir einmal ein paar kurze Aussagen, die jetzt der buddhistischen Einsichtsmeditationsanleitung entsprechen, vor allem aus der Mahamudra-Tradition. Da wird so etwas gesagt wie: Wisse, dass die Natur deines Bewusstseins klares Licht ist, jenseits aller Gedanken, Emotionen, Erlebnisse, die sich in unserem Geist eingeprägt haben, aller Absichten und Hoffnungen und Ängsten, ist das Bewusstsein selbst wie eine offene Weite voller Licht. So wie der äußere Raum in unserem Universum oder Sonnensystem insbesondere von dem Licht der Sonne durchdrungen ist und dann aber auch jetzt hier in der Erdatmosphäre von Wetterlagen verdunkelt sein kann, so scheint auch in unserem tiefen Geist, in der Tiefe unseres Geistes, das Sonnenlicht der wahren Natur des Bewusstseins. Sobald die Verwirrung nachlässt, kann dieses innere Leuchten, diese Helligkeit, ja, hervorscheinen, zutage treten. Wenn wir den Geist mit all seinen Inhalten zur Ruhe bringen, wenn wir ihn unbewegt lassen, selbst wenn da noch ein paar Dinge geschehen, dann kann dieses innere Leuchten zum Vorschein kommen. Nehmen wir es wahr, wenn es sich zeigt, und verweilen darin. Da können wir uns vielleicht beim Tageslicht, das uns umgibt, etwas Unterstützung holen, wenn wir uns der Lichtqualität des Raumes, in dem wir sitzen, oder das Licht, das durchs Fenster scheint, gewahr werden.
Vielleicht fragen wir uns, was kann ich dafür tun, dass diese innere Helligkeit wirklich aufscheint und ich sie erfahren kann oder sie sich zeigen kann. Diese meditativen Traditionen sagen uns dazu eigentlich alle, dass wir da nichts für tun können. Es gilt nur, alles Tun beiseite zu lassen. Denn es geht um nichts anderes als eine ganz natürlich vorhandene Qualität, die wirklich nur durch unsere mentale Aktivität, unser Denken, Grübeln, Hoffen, Fürchten, Emotionen haben und so weiter, verborgen wird. Würden wir all diese Dinge mal beiseite lassen können, dann würde sich dieses innere Leuchten von selbst zeigen. Insofern sagen uns die Zen-Meister und die Mahamudra- und Dzogchen-Meister aller Zeiten oder der vergangenen Epochen, Ruhe einfach, tue nichts, werde still und lasse ich das natürliche Bewusstsein von selbst offenbaren. Es braucht wohl ein bisschen diese Sichtweise, das Vertrauen, dass es so ist. Wenn wir nicht von der leuchtenden Natur des Bewusstseins gehört haben, können wir sie vielleicht nicht erkennen. Oder irgendetwas in uns weiß, dass sie da ist, aber wir verstehen es nicht. Wir verstehen den Unterschied nicht zwischen Verwirrung und leuchtender Klarheit. Und entscheiden uns meistens für die Verwirrung. In der tibetischen Tradition werden sogar Verstorbene auf diesen Unterschied aufmerksam gemacht. Und man ruft ihrem Bewusstsein zu, entscheide dich nicht für die Verwirrung. Entscheide dich für die Klarheit des Geistes. Wähle nicht den Weg in den Abgrund, heißt es vielleicht da. Wähle immer den Weg ins Licht. Hier ruhen wir bitte noch eine Weile und schauen, was sich zeigen kann an diesem Morgen. Das Licht, das wir suchen, ist bereits da.
Wir nähern uns nun dem Ende unserer gemeinsamen Morgenmeditation. Es kann noch erwähnt werden, dass solche Anleitungen über die Natur des Bewusstseins, das natürliche Leuchten des Geistes oft verbunden werden mit einer Aussicht auf die Zeit nach der Meditation. Und da heißt es, wenn wir, und selbst wenn es nur Augenblicke währt, den Geist in seinem natürlichen Zustand ruhen lassen können und diese innere Lichtqualität erfahren können oder ahnen können, so wird dies alle unsere Handlungen, unsere Gedanken, unsere Absichten, das, was wir dann tun daraus während des Lebens, während des Tages, der nun folgt, auch von innen heraus heller machen, heller sein lassen. Oder wir können es als Wunschgebet fassen und uns wünschen, dass sich diese Ahnung von der Natur des Geistes und ihrer Lichtqualität in all unseren Taten, in dem, was wir zum Ausdruck bringen, in unseren Beziehungen, bei unserer Arbeit, zeigen kann, bewähren kann. Möge dieses Licht sich in allem, was wir tun, spiegeln.